Meine Damen und Herren, what's crackin', mackin'? Yeah, what's up, poppin', Ray straight from here. Ja, genau. Cheyenne lebt mittlerweile in Kalifornien. Was für ein fantastisches Outfit. Das passt dir, guck mal, zu deiner Farbe. Du siehst aus, wie so ein Surfweltmeister. Ja, bin ich doch. Schreib das in deiner Biografie. Surfweltmeister from Venice Beach. Stell mal vor, du würdest so 3 Jahre nichts von mir hören. Und dann würdest du dich so sehen. Würdest du irgendwo mal so einen Bericht lesen, das, was du immer so hörst, TMC oder wie das alles heißt? Das stimmt. Ja. Du hörst ja so gerne so Klatsch und Tratsch aus Amerika. Ja. Und du hörst das so, Cheyenne Garcia ist Surfer, der gerade... Ich will mich kaputt lachen. Der ist so die größte Welle dabei. Und du surfst so, man sieht dich auf dem Brett, so wie du so ins Wasser gehst. Was hältst du von Surfen? Ich finde, das ist für mich so der unnötigste Sport aller Zeiten. So, weil so was das hier, bist auf Wasser, so 3 Meter. Ja, was, jetzt könnten sich Surfer angegriffen fühlen, aber das interessiert uns nicht. Ja, gibt's Surfer in Deutschland? Nein. Doch. Ich hätte jetzt gesehen, ich habe gesagt, wo surfst du? Sagt der, ich fahre in die Nordsee ab und zu. Apropos, guck mal, bevor wir jetzt keine ordentliche Begrüßung machen. Erstmal alles... Ja, so, hey, danke, dass ihr zugeschaltet habt und zugehört, voll korrekt von euch und so. Aber wenn er auf Auftritt geht, kommt ihr nicht alle, ja? Und bei mir guckt ihr nicht mal meine Straßeninterviews, ihr kleinen Geier, Alter. So, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ey, ich wurde zerstört. Warum? Wegen den LKW-Fahrer. Welcher? Ich hab doch gesagt, ich glaube, es guckt kein LKW-Fahrer. Ja, boah, die haben mir auch geschrieben, das hab ich ganz gesagt. Junge! Boah! Was ist das für eine Die sind genauso penetrant wie auf der Autobahn. Nee, ich schwör's, yo, aber die sind geil. Ey, die haben mir Fotos geschickt. Hier, guck mal, ich bin LKW-Fahrer und ich höre den Podcast. Ja, siehst du? Die haben sich in ihre LKW-Ehre angegriffen gefühlt. Es gibt diese LKW-Ehre. Ja, aber liebe Grüße an alle LKW-Zuhörer. Ja, ich finde die auch und geil. Und Zuschauer. Einer hat sogar ein Tablet mitten auf der Autobahn, wo ich mir denke, so, Junge, fahr mal normal. Geil, ey, diese LKW-Fahrer, das ist ein harter Job, Mann. Ja. Deswegen, LKW-Fahrer, wir sehen euch, wir hören euch, wir fühlen euch. Danke für euren Support. Ich wollte auch so mal so einem LKW mitfahren. Weil ich immer Over the Top von Sylvester Stallone geguckt habe und dann nimmt er seinen Sohn im LKW mit. Auf so eine lange Reise. Deswegen, wenn ein LKW-Fahrer mich mitnehmen will und das passt so in meine Route, ich bin am Start. Echt? Ja, aber es muss so ein nerdiger LKW-Fahrer sein, mit dem ich so über Schwarzenegger-Filme und so reden kann. Damit das so eine geile Fahrt wird. Guck mal, bei den Podcast-Fans habe ich eine Sache entdeckt. Ich habe auch eine Sache entdeckt. Erstmal, dass du die erzogen hast, dass die mich immer angreifen auf meinen eigenen Shows. Ja, das ist schon mal geil. Ich habe, mir ist klar geworden, unsere Podcast-Fans sind eigentlich keine Fans. Das sind geistig Gestörte, die ihre Krankheit einfach nur ausleben wollen. Bei uns, ja. Bei uns. Ja, aber die sind lustig, Bruder, die dissen mich auch so oft so geil. Erstens, die beleidigen uns. Auf stylische Art. Aber auf stylische Art. Die sind unhöflich. Ja, war geil. Ja. Man kann nichts posten, ohne zerstört zu werden. Ohne angegriffen zu werden. Das ist genau so, du kommst mit einer Frau zusammen, anfangen, lässt du ihr alles durchgehen. Ja. So, dann haust du das erste Mal direkt in dich auf die Nuss. Mal so direkt in die Nase. Seht ihr, meine Damen und Herren? Hört ihr das? Ich zitiere nur Lisa gerade. Nee, das ist echt... Ja, das ist echt. Aber die dissen auch so geil. Ich habe letztens... Also unsere Fans... Also ich glaube, guck mal, man findet sich ja immer selber, ne? Man findet sich immer selber. Ich glaube, das kommt aus Polen oder so. Ja. Das schmeckt so komisch. Schmeckt geklaut, ne? Ha! Ein Scherz darüber, dass Polen klauen. Richtig 80er. Wie kam das eigentlich? Dass man angefangen hat, das zu behaupten? Das weiß ich auch nicht. Es gibt keine Statistik, es gibt keine Befürwortung. Die Leute haben einfach das behauptet. So, das basiert überhaupt nicht auf der Realität. Aber guck mal, das ist so komplett fiktiv. Achso, ey, da kam einer zu mir. Muss ich dir gleich erzählen. Der wollte wegen Witze was ansprechen. Ich habe es ihm versprochen, weil der war sehr, sehr nett. Ja. Und es hat mich gefreut, dass es ein Deutscher war. So Ausländer-Fans nehme ich ja nicht ernst. Ja, ich auch nicht. Weil die bringen mir nichts. Ja, die wollen gar nichts. Weil die kaufen auch kein Ticket und so. Diese armen Säue, Alter. Ja, die wollen nichts mit euch tun. So, erstmal an alle Ausländer hier, die zu uns zuhören. Ja, aber coole Ausländer-Fans. Auch wenn ihr studiert und sagt, haha, ich hab Master, bringt mir nichts, Alter. Ich brauche kaufkräftige Leute, ja, die mal ein Ticket kaufen oder mal... Was spenden, ja? Der kam zu mir, liebe Grüße, ne? Der hat gesagt, mein größter Traum wäre es. Ja. Wirklich Traum, hat er gesagt. Ja. Weil er kennt dich von Anfang an von den Witzemixer. Ja. Aus Facebook noch so, dieser Zeit. Ja. Wo du mal berühmt warst. So. Ja.
Weißt du, wer ich bin? Weißt du? Ich bin Macaulay Culkin von Kevin Allein zu Hause. Ich war mal so ein Star. Jetzt bin ich einfach nur ein alter Mann. Geil. Wurdest du auch irgendwann mal angepasst? Ja, ja, aber nicht von Michael Jackson. Leider. Von Mustafa. Hühnal. Vom Gemüsemarkt. Meine Schwester heißt doch jetzt Hühnal. Ich schwör. Ey. Oh Mann. Ja, wo du damals noch berühmt warst. Ja. Und er hat gemeint, warum baut Nisan nicht am Ende des Tages vom Podcast, von der Ende, also von der Ende von der Folge, ja, so den Witz des Tages oder Witz des Folges oder so ein. Ich habe gesagt, guck mal, der will so ein bisschen weg von dieser Witzeschiene. Nehmen das nicht übel, ja, weil der ist ja jetzt Stand-Upper geworden. Ich habe letztens mit einem Kollegen darüber geredet. Wie lieben man Scheiern, diesen absoluten Disrespect gegenüber Kunst. Ja. Egal was. Graffiti. Ich war früher Sprayen. Was laberst du alle? Sagt er, ey, so ein Kollege von uns erklärt Scheiern, die Kunst ist Graffiti. Sagt Scheiern, scheiß auf Graffiti, das sind irgendwelche Penner, die aus dem Edeka Cans kaufen und so Wände. Ja, das sind irgendwelche Maler-Lackierer. Und dann sagt der Typ, was ist ein krasser Künstler und zeigt ihm so Bilder von New York und so, von Graffiti-Künstlern. Dann sagt Scheier, ja toll, ist jetzt der Maler-Lackierer auch ein Künstler? Ey, das ist so ekelhaft asozial. Guck mal, das ist asozial. Das ist nicht asozial. Aber das ist von einigen Menschen das Leben, ihre Kunst, wie die sich ausdrücken und du tust so, das ist irgend so ein Rotz. Ja, ist auch. Das ist Randalismus einfach nur. Vandalismus? Muss man anzeigen. Ja, das muss man anzeigen. Ich bin Kunst, ich bin New York, ich hab einen Spray-Namen. Halt mal dein Maul, Alter. Ich hab einen Train gemalt. Ich hab einen Spray-Namen. Mm-mm. Ich bin doch der neue Scheiern. Nee, ich bin der neue alte Scheiern. Ich bin der therapierte Scheier. Ich bin der Bruder, verzeih mir jetzt, wo ich der therapierte Scheier. Einfach so 3 Tage später komplett die Meinung geändert. Oder kein Rückgrat, nix. Das ist geil. Nein, Mann. Und dann. Und ey, Bruder, hieß der auch nicht so. Nein, ich hab doch jetzt extra. Nein, hieß der Therapeut. Aber hast du die Audio gehört, wo ich doch gesagt habe, wir müssen uns bewusst gegenseitig anlügen? Ja, das ist geil. Kommt vom Herzen und so. Okay, wo war ich stehen geblieben? Weiß gar nicht. Also machst du jetzt den Witz des Tages am Ende der Folge? Ich weiß nicht. Am Ende der Folge, mach. So, ich könnte es eigentlich machen. Ja? Würde ihn das. War der nette Typ? Der war übertrieben nett. Ja? Und war ein Deutscher. Ja, eigentlich, man muss bei denen immer punkten. Dann können wir auch nicht gecancelt werden, weil die setzen sich dann für uns ein. Nee, Deutsche sind schon die Ersten, die dann abspringen. Es gibt immer Vorteile und Nachteile. Das sind die Ersten, die abspringen. Kommen wir jetzt erstmal zu Surfern, weil dir alles so Disrespect ist. Ja. Ich liebe den wieder so. Guck mal. Ein Surfer, ne? Ja, ja. Stell dir vor, jetzt so ein Surfer, der ist 14 Mal Weltmeister im Surfen. Ja. Der ist der Surf-Goat. Ja. Der hat einen Status. Der hat 14 Mal die Weltmeister. Würdest du dann auch so mit ihm reden, als wäre das so ein Penner? Ja. Guck mal, erstmal vom 14 Mal von etwas Weltmeister werden. Ich sag, guck mal, das sieht natürlich krass aus. Surfen, ja. Sehen wir doch immer in amerikanischen Filmen und so. Aber was ist das für ein Akt? Guck mal, das ist genau so, würdest du dir würdest dich auf den Weg machen zum Park, würdest einen Ball schmeißen, 300 Meter, und dann wieder den holen gehen und dann wieder Ball schmeißen, das macht doch keinen Spaß. Ja, der Akt, ja, die machen so voll viel Stress genau, für einen ganz kurzen Spaß. Für 3 Sekunden unterm Kreis so. Ja, hier geht's zum Waterpark, Alter. Gehe ich auch unterm Kreis, künstlicher Kreis mit so einer Plexiglas, schwimme da ein bisschen drunter. Also würdest du sagen, Surfer sind unnötig? Ja. Das ist so der neue Hashtag. Ja. Surfer sind unnötig. Surfer sind echt unnötig. Echt jetzt? Ja. Aber die sehen immer so stylisch aus in den Filmen. Die sehen so gut aus. Ja, in den Filmen. Guck mal, in echt. Ich kenne keinen Surfer. Ja. Ich auch nicht. Das ist ja aber jetzt auch so. Okay, was mit Skateboard fahren? Ich will gucken, wie viele Fans er vergrault. Wie viele Leute. Also Skateboard finde ich nicht schlecht. Ich finde es übertrieben stylisch. Ich gucke mir gerne so Videos an. Es ist stylisch, aber ich finde bei also guck mal, bei Skateboard ist so, da ist ja auch so eine Kultur dahinter. Genau, die haben eine bestimmte Art, sich zu stylen. Genau. Die hören eine bestimmte Art Musik, genau. Die hören dann Tony Hawk auf PlayStation früher gespielt.
Nee, jetzt, also ich finde Skate auch diese Skaterparks, ja, so, ja. Ich finde das schön. Ja. Ich finde auch so, wenn Punker oder so miteinander chillen, ich finde es auch schön, weil die haben so eine eigene Subkultur. Genau, dankeschön. Es ist so gut, wenn mal einer von uns Deutsch spricht, der mir immer so die Wörter vorwegnehmen kann. Nein. Ich wusste, dass du sagen wirst. Ich wollte nur. Das ist gut, ich finde das gut. Ich unterbreche doch immer alle. Ja. Das ist doch mein Style. Deswegen finde ich es schön, aber Surfer, was haben die eine Subkultur, Bruder? Erstmal zieh dir ein T-Shirt an, reicht. Überall immer Oberkörper frei. Vor allem, die können doch nicht immer surfen. Die sind ja abhängig von. Ja, von Welle und Wetter und so. Das heißt, der sitzt wahrscheinlich mit seinem Surfbrett wochenlang am Strand und jeder redet darüber, wie krass es ist, ein Surfer zu sein. Die nächste Wave. Ey, guck mal, da ist ein Surfer. Ja, der Penner hat nichts zu tun, Alter. Denkst du? Ja, ich glaube schon. Denkst du, ein Surfer verdient Geld? Der bestimmt so diese Surfstars? Nee. Ich kann mir das nicht vorstellen. Okay. Was mit BMX-Fahrern, die auch auf diesen Skateparks sind, die auch so cool sind? Ja, die sind cool. Motocross? Ja. Das heißt, nur Surfer sind unnötig? Nee, es gibt noch andere unnötige. Ja, die sind wir schon mal durchgegangen. Aber wir reden jetzt so von diesen Extremsportarten. Okay, extrem? Surfen. Ist Surfen, ja, gilt auch, ne? Das ist ja. Aber guck mal, viele Leute sind gestorben beim Surfen auch. Das ist auch lebensgefährlich. Ja, klar, wenn er da so eine 12-Meter-Welle klatscht. Und die verschwinden, kommen nicht mehr hoch, kriegen ein Surfbrett gegen den Kopf. Werden runtergezogen. Ja, das ist schon gefährlich. Ja, für was? Für 3 Meter auf dem Brett stehen, so 3 Minuten. Ja, aber das ist das Lebensgefühl. Surfer sind so unnötig. Du hast jetzt so, ich entwickle auch gerade so einen Hass gegen die, ich weiß nicht warum. Die Surfer. Okay, aber wenn du so einen Surfer siehst, der mir auch immer so ein Band hier am Fuß, was am Surfbrett ist. Ja. Damit wenn du die so siehst am Surfbrett und die machen gerade so einen coolen Move. Und dann kommt dann diese Mucke, die gehen durch die Jahre. Denkst du nicht, boah, das ist fresh, das würde ich gern können? Ich würde gern so eine Soft-Air nehmen oder so ein Paintball und den einfach so runterklatschen von diesem Brett. Denkst du, Haie sind so im Meer und denken sich so, ey, wann kommen wieder so ein paar scheiß Surfer, dass wir die fressen können? 100%. Aber die schmecken ja auch schmierig. Weil die sind so komisch. Wir müssen sich auch so einschmieren, glaube ich. Was hältst du denn von Surfern? Ich find's eigentlich stylisch. Aber die machen ja nix. Doch. Ja, die außer diese eine paar Sekunden. Ja, und guck mal, was, wenn die so krass surfen, manche machen so Saltos und so. Ja, gut. Surfer sind unnötig. Wo ist mein Handy? Warte, ich guck jetzt mal. Schmeiß mir her, Cousi. The Surf Goat. The Surf Goat. Danke. Surfing Goat. Wer ist Surfing das? Goat. Ey, Pitcher Boat. Papapapo. Ah, ich muss dir noch schöne Grüße sagen. Von? Kann ich hier nicht sagen, sonst kommt raus, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Okay. Oh, scheiße, so eine Grüße ist das, ja? Aber der hat dich echt gemocht. Ja? Ja, er hat dich früher verbucht. Okay. Guck mal. Denn das World Surf League 2021 sind 3 Brasilianer, die ersten 3 Plätze. Gabriel Medina. So, ich hab dir geschrieben. So ganz, ganz ekelhaft. Oh Gott. Ja. Und wie war's? War gut? Ja. So. Ich schwöre, ich gebe Surfer ein, der kommt einfach nie sah sein Bild. Nein. Ja, das ist hier. Warum? Weiß ich nicht. Aber bin ich das wirklich? Ja. So, Surfer, Sporten. Sportart, so. Achso, es gibt ja mehrere. Windsurfen, Kitesurfen, Bodyboarding. Nein, wir reden nur vom normalen Surfen. Kite ist doch mit so einem. Ich bin so am ekelhaft am Schmatzen mit diesen Kirschen, die Leute irgendwie wieder ausrasten. Ja, warum machst du das? Ich vergesse das doch immer. Warum isst du die überhaupt? Weil die gut schmecken. Warum musst du die aber jetzt gerade jetzt essen? Hier, Robert Kelly Slater ist der beste Surfer aller Zeiten. Okay. Er war 11-mal Weltmeister. Hier steht, der ist ein Fan von Cheyenne Garcia. Steht hier. Sebastian Steudensdorf, Weltrekord anerkannt. Weißt du, wie viel? Weißt du, 26 Meter hoch. Guck mal hier, dieser Kelly Slater, weißt du, wie viel der verdient hat in seiner Surfkarriere?
4 Millionen. In seiner gesamten Karriere? Genau, in 20-jährigen Karriere, ja. Okay, rechnen wir das mal aus. Das hat 20 Jahre ist der gesurft. 20 ja. mal 12, 240 geteilt durch 4 Millionen. 0,00006. Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. 4 Millionen durch 260 Monate. Ja, hat das gut verdient. Warte mal. Achso, ich muss es umgekehrt machen, sorry. Geteilt durch. Ich finde das gutes Geld. Er hat im Monat 15.000 Euro verdient. Ja, sehr viel Geld. Ja. Für manche Menschen, Herr Garcia, ja. ist das sehr viel Geld. Kennst du Leute, für die ist das sehr viel Geld ist? Ja. Ja. Ich zum Beispiel. Ja, ja. Boah, dein neues Auto ist krank. Ja, ja. Guck mal, was für ein ekelhafter Typ. Nein, wirklich. Das ist ein normales Auto. Nein, das ist nicht normal. Doch. Das ist übertrieben krass. Das kann sich jeder leisten. Ja, meinst du ja auch. Ja, Bruder. Jeder Dönerverkäufer fährt eine S-Klasse. Jeder Dönerverkäufer. Ja, Dönerverkäufer verdienen Geld. Ja, also. Das heißt, wenn ich. Und mein Auto ist nicht so groß wie eine S-Klasse oder so teuer. Willst du keine Kirsche? Sondern teurer. mit dir kann man nicht gut Kirschen essen. Also, Sir, wenn wir unseren Amerika-Trip machen. Okay, so. Ich schlag einen Surfer, wenn ich den sehe. Willst du das hören? Nein. Wie der so mich so auf die aufhetzt. Nein, wenn wir unsere Amerika-Tour machen. Ja, wenn. Die seit 10 Jahren geplant ist. Ja. Gehen wir dann auch. Weil du kommst ja nie. Doch, ich würde sofort in die Flieger. Sollen wir im Juli fliegen? Boah, wie der lügt. Ey, nein. Langsam lügst du echt viel. Nein. Doch. Ich habe dich jetzt ein paar Male gefragt, lass dahin fliegen, lass da, du konntest nie. Weil du so 14 okay. Firmen gründest am Tag. Ich habe ein neues Business aufgemacht. Hier wird ein Büro frei. Ich nehme den Raum einfach. Ich habe zwar kein Geld mehr, aber ich nehme einfach diesen Raum. Ey, Nisa, wie kam jemand, der bietet mir irgendwas an wegen dem Supermarkt? Ich habe keine Ahnung, ich bin schon verschuldet. Aber das nehme ich auch. Geil. So. Die Bank freut sich. Die Bank. Bank freut sich auf jeden Fall. Bank gibt doch nur Leuten Geld, die reich sind. Erzähl. Was soll ich erzählen? Bitte, wenn ihr auf Nisas Show seid. Wann ist die nächste Show wieder? Ich bin, oh, das ist gut, dass du sagst. Einmal Werbung in eigener Sache. Ja. Du bist korrekt, ohne Scheiß. Deswegen machst du. Warum mache ich deine Buchhaltung eigentlich mit? Machst du die aber? Ja, klar. Oder macht das Fasern? Ja, ist ja egal. Ich bezahle ihn ja. Ja, aber ich muss ihn ja auch bezahlen. Er stellt mir eine Rechnung. Ja, aber ich muss immer deine Sachen auch kontrollieren. Musst du? Ja. Ja, du bist halt korrekt. Das habe ich immer gesagt. Also, meine Damen und Herren. Für alle Fans und Zuhörer dieses Post. Also, die letzten 4 Termine von meinem alten Solo. Ja. Danach wird es nie wieder gespielt. Weil es keiner mehr sieht. Ja, genau. Ist zu schlecht. Ich bin am 27.06. diesen Monat in Basel. Das erste Mal in der Schweiz Solo. Wow, Schweiz? Ja, in Basel. Willst du mit? Mal gucken. Geh doch mit, da verdienen alle so viel wie du. Das, ja. Du fällst nicht auf. Also am 27.06. bin ich in Basel. Ja. Am 28.06. in Stuttgart. Am 29.06. in Ulm. Und am 30.06. in Karlsruhe. Das heißt alles so Süden dann. Ja genau, ich mache eine Tour durch. Holt euch Tickets auf www.nisa.tv. Und am 1. Ein Tag nach Karlsruhe kommt ein Gast hierhin. Der einen komischen Kopf hat. Ja. Kopf ist nicht. Wie würdest du den Kopf beschreiben? Bitte den Kopf beschreiben. Mein Lieblingszitat über den Kopf ist. Hey, wenn du das sagst, wissen das vielleicht, weil das Zitat ist bekannt. Echt? Ja, ja. Ja, okay. Du musst einen anderen Diss machen. Ja, geht nicht so schnell, weil das ist schon überdimensional. Also, es wird ein Gast kommen, der einen großen Kopf hat. Ja, und aber was für ein Kopf? Junge, was hat der für einen Kopf, Alter? Ey, das ist Schädel, dass er sich nicht mal schämt. Der schämt sich. Der läuft doch immer so cool rum mit seinem Shirt. Lass doch deinen Haken. Während sein Kopf so rausguckt, wie diese Dinosaurierfiguren bei dem Super Mario Brothers Film. Ja. Ich will euch mal eine kurze Geschichte auch erzählen. Also, erstmal habe ich eine neue Figur geschenkt bekommen. Ja. Richtig geil, Tupac Shakur, ne? Ich habe dir das dir geschenkt. Nein. Wer hat das dir geschenkt? Das war Ömers Freund, Umut. Ach stimmt, Umut. Vielen Dank dafür. Er hat mir eine Tupac Shakur Figur geschenkt. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr auch uns Geschenke geben wollt oder Briefe. Nein, bitte nicht. Es muss auch, könnt ihr das gerne an unsere Adresse schicken.
wir werden demnächst wie immer auch alles ein Postfach einrichten. Ey, wir haben nie was eingereicht, was wir gesagt haben. Noch nie. Ja, das ist eigentlich voll beschämend. Ja. Und ich will euch eine krasse Geschichte erzählen. Wir haben eine Kooperationsanfrage bekommen. Unser Wort hat kein Gewicht. Ja. Weil ich, guck mal, ich, dieser Podcast ist ja für mich nicht, ich mach das ja nicht für Geld oder so, sondern Selbsthass. Ja, Selbsthass, und ich will mich hier therapieren. Selbstzerstörung. Ich will mich hier therapieren, denn es gibt zwei Leute in meinem Leben, die mir mein Leben sehr schwer machen. Ja. Das ist einmal der hier, ne? Aber dafür liebe ich ihn und bin froh, dass er in mein Leben gekommen ist. Und der andere, der ist unnötig, ihn zu erwähnen. Ja. Es gibt zwei Leben. Nur, dass ihr mal versteht, wenn ihr ihn mal auf seiner Show trifft, könnt ihr ihm das gerne sagen. Oh, bitte nicht. Die sagen das echt. Ja, geht auf seine Show, kauft ein Ticket und sagt ihm das von Cheyenne. Wir haben eine Kooperationsanfrage bekommen für 12,5 Millionen Euro. Hat uns jemand für den Podcast angeboten. Für einen Monat. Genau. Und Nisa hat's abgelehnt, weil der Typ Baggy Pants getragen hat. Der sagt, das sieht nicht stylisch aus, und hat einen Aufstand gemacht. Irgendwann konnte ich ihn überzeugen, und dann sind die natürlich auch vom Preis runtergegangen. Was sind so 1000 Euro? Sind die auf 1,8 gegangen, ja, für eine Kooperation. Nisa sagt, für 1,8 bewege ich mich nicht. Ja, genau. Nee, mache ich nicht. Also, diese Komplikation haben wir. Schreibt ihm, Nisa sei offener für Kooperationen. Bitte. Bitte. Nisa sei offener für Kooperationen. Hier wurde neu. Meine neue Tour heißt, ich bin offen für Kooperationen. Das wäre geil. Warum bist, schreibt ihm mal eine Insta-Nachricht. Ey, Nisa, warum bist du nicht so offen für Kooperationen? Ich leide darunter, wirklich. Du leidest nicht, du bist ein Superstar. Ich leide. Hast du das andere eigentlich fertig gemacht? Was denn? Ja. Boah, danke schön, du bist echt ein Schatz. Der nicht bereit ist zur Kooperation, hast dich wieder schön aus der Schlinge gezogen. Nee, ich konnte wirklich. Du konntest nicht eine Minute aus einschleifen? Nein. Ich kann kein Deutsch, brauchte eine Stunde. Ich musste immer zwei Stunden einplanen. Der schickt mir das und sagt, hey, Schein hat keine Zeit, du sollst wieder einsprechen. Frag ihn, ich schreibe ihm so, ich hasse Schein. Ich verfluche sein Leben, Alter. Boah, Bruder, dann sitze ich da, du weißt ja, wie ich bin mit meinem Kopf, in meinem Wohnzimmer, auf meinem Sofa, so, und spreche das so die ganze Zeit ein. Hey, meine Damen und Herren, da, na, fuck, klappt nicht, nochmal. Boah. Aber du kannst das gut. Ey, geh weg mit. Nein, wirklich, du kannst wirklich gut. Bei mir, ich kann ihm halt nicht das 1:1 wiedergeben, was die so vorgeben. Du kannst das. Ich muss das. Du bist ein talentierter Kerl. Ja, aber. Ich schreibe Gassier. Er steckt dieser sei doch wieder offen für Kooperation. Ja. Du bist ein talentierter Kerl. Ich hätte einen Sponsor für deine Tour. Ja? Mhm. Aber das geht gegen deine Moral. Du darfst die Leute nicht angreifen. Mein neues Solo, ich habe wieder einige gute Sachen. Ja? Das wird. Hast du auch ein neues Programm? Ich bin dabei, das zusammenzustellen. Geil, freue ich mich. Weil das alte, das habe ich ja bestimmt zig, 300 Mal gesehen. Ja, es wurde aber zum Ende immer krasser. Ja. So, ja, jetzt, das wird wieder. Aber wann schreibst du denn überhaupt? Ich schreibe ja gar nicht. Ich mache alles, ich schreibe im Kopf. Echt? Ja. Beim Duschen fallen mir oft Sachen ein. Und wie lange duschst du? 7 Minuten. Krass. Also du bist dann wie R. Kelly. Ja, ich schreibe halt nicht. Also, okay, also, hat ja auch nicht aufgeschrieben. Jay-Z auch nicht. Also ich schreibe nicht auf, weil ich alles so spontan. Also, ich mache mir Gedanken, aber ich schreibe es halt nicht auf, weil ich faul bin. Ich gehe so im Kopf durch, ah, dann kann ich das. Aber warum sprichst du es nicht in den Diktiergerät? Oder ich habe letztens gesehen, Bruno. Bruno? Wer ist Bruno? Wer ist Bruno? Ja, das wer ist Bruno? Das ist die Frage. Banabi oder so. Hm. Auf jeden Fall. Der macht auch auf cool, ne? Weil er irgendwas gewonnen hat bei so einem Süßigkeitenwettbewerb. Geben die dem so eine Tüte mit ein paar Schokobons und der tut so, als hätte er einen Grammy gewonnen. Geh mal weg. Süßigkeitenwettbewerb. Das passiert wirklich. Ach.
Aber. Ah, deswegen ist auch Inisa so ein bisschen. Die Kampagne hat ein bisschen lang gedauert, gell? Süßigkeitenwettbewerb. Jetzt verstehe ich einiges. Ah, da geht man auf wie ein Hefeteig. Du. Oh. Ach, wie lange ging das? Was? Dieses. Diese Süßigkeit. Ja, das so 3 Monate, da isst man schon einiges, gell? Da drückt man einige M&M's. Aber das Phänomen, Salim ist ja dünner geworden. Der hat ja auch nicht gewonnen. Ey, geil. Wie kann ein 30-jähriger erwachsener Mann mit Stolz auf die Bühne gehen und sagen, ich hab den M&M's. Das ist doch so sozial, aber geil. Ach ja. Warum stelle ich das immer so groß da? Weiß ich auch nicht. Die denken auch, diesen Surfer. Wollte ich mal heulen. Die haben aber viel Geld bekommen. Ja? Ja, ja. Denkst du, die durften sich ein paar Packungen mitnehmen? Das haben die doch bekommen. Wenn die gewinnt. Also das war das Award? Ja. Nein. Und ein Gutschein. Für was? Für M&M's. 80 Euro. Ja, Nisa. Nisa ist der einzigste Künstler auf der ganzen Welt, der es schafft, im Voraus schon Türen zuzumachen. Für seine Karriere. Eigentlich musst du erst mal da ankommen. Aber du schaffst das in 10 Jahren schon. Krass. Oh. Wie viele M&M's musst du essen, dass du so bist? Bruder, bitte. Sei mal ehrlich. Viele. Echt? Ja. So eine Packung am Tag? 5. 5? Mhm. Boah. Wenn du nur das isst und dich wenig bewegst. Guck mal. In amerikanischen Filmen. Du siehst so Schwarze mit diesem Hut nach dem College, nach der Graduierung, gehen auf die Bühne und lassen sich so fotografieren. Der geht mit M&M's. Und alle reposten den. Der Arme. Ja, mein Bruder, krass. Du hast den M&M's Wettbewerb gewonnen. Oh Mann. Wurde es in der Szene so besprochen? Nein. Das ist nur für uns. Kannst du mal aufhören zu schmatzen? Warum? Ja, das nervt. Ich höre das ja. Der Ab, ich schwöre, ich schäme mich, den nächstes Mal zu sehen. Das war zu assoziieren. Ja, aber geil. Ja. Was eigentlich mit Rellet? Bonoir. Ich bin sauer auf den, gell? Warum? Die haben mich nicht eingeladen. Fürs 50-Konzert, ne? Nö, das hab ich geklärt. Ja? Du bist King. Dankeschön nochmal. Ach, ohne den hast du es geklärt? Ja. Emre Can, du geile Sau. Ich küsse dein Herz. Ja, und Khaled wird jetzt kommen. Ey, Bruder, ich schwöre, ich war da dran. Ich bin nicht deswegen enttäuscht. Du wirst ihn zerstören, wenn du es weißt. Echt? Ja. Wie viel haben wir? Wie viele Minuten? Wie viele Minuten? 29 Minuten. Erst? Nein. Das war eine geile Folge. Ich schwöre. 29 Minuten. Okay, komm. 10 Minuten gönnen wir uns noch. Okay. Erzählst du das hier oder kannst du es nicht erzählen? Ich erzähl's hier. Ja, klar. Klar. Ich will, aber ich sag's nur. Ja. Du musst dann öfter sagen. Stell mal vor, ich bin jetzt da Bonn, Köln in der Gegend. Ja. Ah, der war hier und hat sich nicht gemeldet? Ja. Und die haben sogar hier, sind aufgetreten. Ich weiß, warum er sich nicht gemeldet hat. War echt? Ja. Warum? Weil er nichts gebraucht hat von dir. Wow. Der hat sich nicht gemeldet, der hat mich nicht eingeladen. Der hat nicht gesagt, komm vorbei. Bruder, egal wie viel der lächelt mit seinem du bleibst ein dreckiger Marok. Khaled, du hast mich enttäuscht. Wirklich. Nicht mal danach, immer eigentlich. Der hat Leute gehabt. Ja. Khaled, was sollen wir zu dir sagen?
Wir haben dich schon so oft gedisst, anstatt dass du, auf uns zukommst, damit wir aufhören. Der ist auch nie wieder gekommen, ne? Nee. Enttäuschung. Das ist echt eine Enttäuschung. Geiles Shirt. Danke. Von wem hast du das? Das habe ich vom... Von Ankusch? Von Ankusch. Schöne Grüße an Ankusch. Ey, Ankusch, du geile Sau. Ich treffe den am Donnerstag. Was macht ihr? So wie es aussieht, ich weiß, darf nicht so viel verraten, kann es sein, dass wir uns, dass wir zusammenkommen wegen meinem Kaffee. Das sind die Business Moves. Weißt du, was ich mache? Ich spiele das neue Turtles-Spiel, das rausgekommen ist auf der Switch. Das ist was. Du spielst Switch? Hol dir mal eine PS5, Alter. Ich hab doch, find doch keine. Wie, ich find doch keine? Ich kann dir direkt eine besorgen. Echt jetzt? Sofort, morgen hast du die. Ehrlich jetzt? Ja. Ja, da bin ich ja direkt am Start, Alter. Mhm. Schön, dass du es jetzt deinem Bruder sagst, obwohl ich seit einem Jahr sage, dass ich eine PS5 habe. Ich weiß das erst seit einer Woche. Ich hab das jetzt nur auf cool gemacht. Dass ich das so die ganze Zeit kann. So erst seit 5, 6 Tagen habe ich diese Info. Ach so, einen, der mir direkt gibt? Ja, direkt. Geil. Was mit 50, wann fahren wir? Du kannst ja aussuchen. Geht jedes Konzert? Köln und Frankfurt. Wo sollen wir hin? Mir ist egal. Ich gehe zu beiden. Echt? Ja. Wirst du rappen für 50? Ja, klar. Darf ich dabei sein? Ja, klar. Aber weil du weißt, ich hype dich so. Ja. Ich bin so dein... No more to run, let me escalate. Round on the run when I have no blame on you, man. So, so. Ja, genau. I don't want to play 50. Kiss me, please me, teach me, has me, kiss me. And I let live you, girl. When I want to send her best in the breast and the ass in my chest. Ja, diese Kirschen schmecken echt gut. Warum bist du bei allem so ein Übertreiber? Warum? Hier willst du einen Löffel Biskuit, bam, Alter, willst du 2 Kilo gegessen. Kirschen. Kisha-Kohl. Kisha-Kohl. Ich finde, weißt du, den Song, ich finde, er stark finde? Welchen? Wie hieß der? Die kann stark, die nicht dieses geil. Last Night, das geht mir so auf den Sack. Was war, ah, dieses Last Night, ja, das ist das Schlimmste. Wenn dann alle so schreien, wuh, so, da kommen erstmal 6 Minuten Intro, da passiert erstmal nix. Ah, nee, das ist ein anderer Song, das ist nicht Kisha-Kohl, oder? Oder ist das Carrie Hilson? Wo ist Carrie Hilson eigentlich? Nach dem Song von R. Kelly. War die weg, ne? Number One, kennst du? Von R. Kelly und Carrie Hilson. Number One. Das war von Carrie Hilson ein Song, ne? Ja. Das hat mir aber nicht gefallen, das Lied. Nicht? Denkst du, R. Kelly war mit Carrie Hilson zusammen? Nee, die war zu alt. War zu alt, ne? Mhm. Da ist jetzt auch Gericht wieder was eröffnet worden, ne? R. Kelly ist weg vom Fenster. Ja. Hast du noch Infos? Neue Infos, was ob zwei Cousin wären. So. Ja, ich weiß nicht, du schickst ihm bestimmt heimlich Briefe. Also, ey, so Fanbriefe, R. Kelly. So wie Stan. Ja. Hey, das ist Stan. So. Ey, schreib mir mal bitte so einen Brief. R. Kelly. Wie in so ein Eminem-Text. Ja, Text, ja. Du tust ihn nur übersetzen. Ja, genau. Hey, R. Kelly, ich bin dein größter Fan, dann nenne ich dem so seine Songs. Und stell dir vor, ich schreib so rein, was du gemacht hast, war doch gar nicht so schlimm. Alter, die Leute übertreiben. Krass. Ey, geil. Boah, ey, aber ich habe mir letztens die Doku angeguckt von Hernandez. Aaron Hernandez? Ja. Der Baseballer? Footballer. Footballer, ne? Ja. Der ist ja komplett durchgegangen. Hast du auch gesehen? Ich habe schon lange, vor 2 Jahren oder so, habe ich hier geguckt. War auch Schädel. Aber das ist ganz krass bei dem. Schade, der sah stylisch aus. Der war 40 Millionen Dollar Vertrag unterschrieben. Einfach. Endet das so. Wie konnte er sich überhaupt umbringen? Irgendwann drehst du durch. Aber da drin? Warte, er hat sich doch in der Zelle aufgehalten, ne? Ja, es geht immer. Dann aber wurde doch auch nochmal geklagt, haben die gesagt, ey, die haben nicht aufgepasst. Und so. Also Aaron Hernandez, für die Zuhörer, war ein Footballspieler. Du hast jetzt aktuell geguckt, NFL-Footballstar, ne? Ja. Ein richtiger Star, ne? Der war so Star, so wie LeBron James mit okay. So. Der war der neue junge Typ, ne? Genau. Der sah fresh aus und so. Und der fing aber von Anfang an seiner Karriere, gegrätsche mal ein, wenn ich was Falsches sage, Stress zu machen. Hat sich im Club geschlagen, so Sachen. Also er war ein guter, disziplinierter Junge, bis sein Vater gestorben ist, im frühen Alter mit 16. Ja. Und dann war so diese führende Hand bei ihm weg. Ja. Und dann hat er seine Sachen gemacht, aber dann so privat hat er auch viel Scheiße gebaut. Hat seine Frau geschlagen, er hat so ganz krasse Sachen gemacht. Hat im Club, so, dann das erste Schlimme, was er gemacht hat, war eine Schießerei in der Diskothek, richtig? Das weiß ich gar nicht mehr so richtig. Ja, das, ich meine, es gab eine Schlägerei in der Diskothek, draußen hat er geschossen, einer ist schwer, kam er da auch irgendwie gerade mal so raus. Und dann im Endeffekt hat er irgendwann... Ja, kam ja dieser Mord. Ja.
Und dann kam ja nochmal ein Doppelmord raus. Auch noch, ja. Ja, stimmt, ja. Also er hat insgesamt 3 Leute umgebracht. Und dann hat er sich selber gekillt im Knast. Ja. Erhangen. Aber du bist ja kein Fan davon. 3 ist ja zu wenig. Ja, das bei ist dir so ab 10 wird stylisch. Ja, so Jeffrey Dahmer muss es so. Kann nicht. Aber sehr interessant und sehr traurig. Und die sagen ja auch in der Doku, dass die davon ausgehen, also man kann es nicht beweisen, es ist eine These, dass man kriegt ja CTE, also Schädeltrauma vom Footballspielen, und das soll sich auf deine Gefühlslage auswirken. Das sagen die da auch, ne? Mhm. Dass du Depressionen kriegst, Wahnvorstellungen, Aggressivität. Ja, mal schauen. Vielleicht war das nur das Argument, den rauszuholen. Ja, genau. Wer weiß. Aber schade, weil der war ein fresher Typ. Ja, das versteht man nicht. Da bist du nicht richtig drin. Da wollte ich auch über eine Sache sprechen, aber das machen wir nächste Folge. Weil ich werde sehr was ganz Schlimmes erzählen. Okay. Und dann, wenn wir alle in Depressionen verfallen. Dann machen wir wieder so eine Folge wie jetzt, wo wir einfach nur Scheiße reden. Genau. Okay. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Abonniert Cheyenne Garcia. Guckt seine Straßeninterviews. Auf YouTube, bitte. Klickt mal auf YouTube. Ihr faulen Säcke. YouTube, also Straßeninterviews sind wieder am Start, weil ich sie ja wieder selber schneide. Genau. Aber man merkt schon den Qualitätsunterschied. Genau. Und er ist wieder zurück. Ich gehe nächste Woche auf die Straße Zeil. Genau. Frankfurt, alle. Ah, sicher. Ciao, ciao. Peace. Ciao, ciao. Peace. Ciao, ciao. Peace.